Hallo. Hallo, hallo, hallo. Zunächst mal frohe Ostertage. Grüße Sie. Ja, wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Ja, wie geht's Ihnen? Gut, danke, danke, danke. Schön, schön. Das Wetter hat mehr mitgespielt, als es sollte. Hier hat es heute in Köln geschneit, das war unglaublich. Oh, ja. Na, hier war es, hier ist noch immer recht schön, windig, aber es sollte eigentlich schon sehr schlecht sein. Wir haben es lieber schön. Jawohl, jawohl. Geht das so mit dem Bild? Ja, ich denke, das ist okay, ne? Okay. Prima. Ja, ich denke, Zeit ist kostbar. Wir gehen direkt rein ins Thema. Sie sind ja auch mittendrin, kann man ja bei Ihnen auch auf den sozialen Netzwerken wunderbar verfolgen mittlerweile. Da ist ja einiges los. Zunächst einmal habe ich mitbekommen, dass bei Ihnen auch die Kanäle zum Teil zensiert werden. Da haben Sie ja auch einen Facebook-Post zugemacht. Was war denn da los bei Ihnen? Ja, also es sind mehrere Facebook-Posts als Facebook-Instagram-Post gelöscht worden oder gelabelt worden von den Faktencheckern als falsch, teilweise falsch. Immer wenn es um diesen PCR-Test ging, der heute unser Thema ist, ja. Den ich schon lange kritisiere, egal wen ich zitiere, ob ich da Professor Ioannidis zitiere, ob ich die New York Times zitiere, ist es immer falsch. Ja. Und die Faktenchecker wissen alles besser. Ja. Und jetzt gab es dieses Urteil in Wien. Und da wird auch schon versucht, dieses Urteil zu demontieren. Also diesem alten Narrativ muss festgehalten bleiben, muss festgehalten werden, dass ein positiver PCR-Test anscheinend eine Infektion nachweist. Ja, ja. Unser erstes YouTube-Video vor einem Jahr oder unser erstes, wir haben ja Insta Live, sind wir da auch gegangen, genauso wie jetzt und haben das auch auf YouTube gestellt, hatte auch irgendwie eine 250.000 Aufrufe und dann plötzlich war es auch bei mir auf dem Kanal von einem auf dem anderen Moment gelöscht und wir haben ein Dreivierteljahr später eine Antwort bekommen, medizinische Fehlinformationen durch Sie sei der Grund, warum YouTube da, wir sind abgemahnt worden und warum da das Video von unserem Kanal genommen wurde. Also es ist unglaublich, wie da verfahren wird. Also egal, wen man da nimmt, ob Professor Bakhti ist oder Dr. Wodak, alle, die Kritik äußern, die in meinen Augen wirklich fundiert ist, das sind immer medizinische Fehlinformationen. Ja, und jetzt ist heute mein LinkedIn-Kanal ist gesperrt worden. Ich hatte das Urteil aus Wien verlinkt. Ja, Und einfach nur gesagt, dass ich das ständig schon gesagt habe, was die jetzt festgestellt haben beim Verwaltungsgericht in Wien. Und daraufhin wurde mein Kanal gesperrt. Also es ist komisch, wenn keine Argumente mehr da sind, dann muss zensiert werden. Ja, völlig verrückt, völlig verrückt. Aber springen wir mal direkt rein ins Thema. Das Verwaltungsgericht Wien hat ja ein Urteil erlassen. Da ging es ja eigentlich um die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Corona-Demonstration und Inzident hat dann das Verwaltungsgericht Wien sich ausgelassen, hat Bezug genommen auf die WHO und hat gesagt, die PCR-Tests seien in der jetzt verwandten Form keine wissenschaftliche Grundlage, um daraus dann Inzidenzwerte und daraus dann wieder weitere Corona-Maßnahmen ableiten zu können. Können Sie vielleicht für unsere Zuschauer hier erstmal vielleicht in einfachen Worten erklären, was ist überhaupt ein PCR-Test? Wie funktioniert das Ganze? Und dann natürlich, warum wird er gerade falsch verwandt vermeintlich? Also dieser PCR-Test ist eigentlich eine tolle Sache, ein toller Test, wenn man ihn richtig anwendet. Man kann damit Moleküle nachweisen, Krankheitserreger nachweisen, und man kann halt sehr geringe Mengen amplifizieren durch diese Verdopplungszahl, diesen CT-Wert. Mhm. Und der Erfinder vom PCR-Test, der Carey Mullis, Nobelpreisträger, der hat gesagt, bis zu einer Vergrößerung, also CT-Wert 25, ist der Test zuverlässig und zu 70% richtig. Also positiv heißt positiv. Und je höher dann multipliziert wird, amplifiziert wird, je höher diese Verdopplungszahl ist, der CT-Wert, desto ungenauer wird da. Und wenn der CT-Wert bei 30 liegt, habe ich schon eine deutlich höhere Anzahl von falsch positiv Getesteten.
Und wenn der CD-Wert bei 35 liegt, wie das eigentlich bei uns üblich ist in den Laboren, dann sind 97% der Ergebnisse 97% falsch positiv. Also nur 3% haben wirklich infektiöses Material im Rachen, in der Nasenschleimhaut, was dann für andere gefährlich werden könnte, für einen selber oder halt für andere. Und das ist halt die ganze Krux bei der Geschichte, dass der CT-Wert viel zu hoch gefahren wird und praktisch, also sehr viele Fälle positiv dann bewertet werden, die aber überhaupt nicht infektiös sind. Und die WHO selber hat gefordert, beim positiven Test noch einmal nachzutesten und einen Arzt draufschauen zu lassen. Also nicht ein Test alleine kann eine Krankheit feststellen, das muss der Arzt machen, sagt die WHO. Aber weder Deutschland noch Österreich haben sich daran gehalten. Die haben immer einfach gesagt, positiver Test ist gleich infiziert. Und das ist falsch. Das bemängle ich die ganze Zeit. Das ist die ganze Krux, was auch der Herr Bhakti sagt, was der Wodak sagt. Das ist einfach eine falsche Grundlage. Und manche kennen ja den Boris Reitschuster, ja, dessen YouTube-Kanal auch kurzzeitig gesperrt wurde, weil er nur einen Livestream übertragen hat von einer Demo in Stuttgart. Der war ja 7-mal bei den Bundespressekonferenzen in Berlin und hat nachgefragt, ob das so gehandhabt wird in Deutschland, wie die WHO es vorschlägt oder vorschreibt, dass ein positiver Test nachgetestet wird und dass ein Arzt draufschaut. Und das wurde immer ausweichend behandelt, wurde nicht beantwortet, diese Frage. Heißt unterm Strich, es wird nicht so gemacht, wie es die WHO vorschlägt oder empfiehlt. Okay, und was haben wir ganz so viele, genau empfiehlt die WHO? Die empfiehlt, nachzutesten, also einen neuen Test zu machen, nicht den gleichen Test nochmal zu fahren, sondern den Patienten nochmal zu testen. Und dann muss das mit der Klinik, das spricht mit dem Befund, in Zusammenhang gebracht werden. Also der Patient sollte bitte Symptome haben, Fieber haben, Husten haben, Unwohlsein, Kopfschmerzen haben. Dann kann man spricht von einer Vortestwahrscheinlichkeit. Ja. Also man kann das vergleichen, wenn ich jetzt die nächsten Tage alle Menschen röntgen möchte, ob die gebrochenen Knochen haben. Dann habe ich eine geringe Vortestwahrscheinlichkeit. Wenn ich aber die Leute beim Skilift untersuche oder frage, und die gerade gestürzt sind, und die röntge, dann habe ich eine viel höhere Testwahrscheinlichkeit, dass ich wirklich ein positives Ergebnis habe. Also diese Vortestwahrscheinlichkeit, das ist auch, was bemängelt wird, nicht kreuz und quer durchzutesten, sondern nur Menschen zu testen, die auch wirklich Symptome haben. Ja. Und bevor man sie in Quarantäne steckt, den Test verifizieren, wiederholen und wie gesagt mit der Klinik in Verbindung bringen. Das hat ja auch das Revisionsgericht in Portugal auch schon mal bestätigt. Da hatten auch, glaube ich, 4 Touristen hatten einen positiven Test und sollten in Quarantäne. Und die haben dagegen geklagt. Und das Gericht hat auch gesagt, dieser Test sagt nichts aus, ob die wirklich infektiös sind. Und die wurden dann entlassen aus der Quarantäne. Ja, was halten Sie denn von den alternativen Tests? Jetzt gibt es ganz aktuell einen Spucktest, den habe ich jetzt auch schon mal gemacht. Gerade interessant ja auch, weil bei uns jetzt auch die Kinder in den Schulen ja zwangsgetestet werden sollen. Und wenn dann eine Person, die vielleicht nicht ganz fachkundig ist, so einen Rachen- und Nasentest macht, das ist ja auch nicht so ganz unkritisch zu sehen. Was halten Sie von den alternativen Tests? Also diese PCR-Tests sind genauer, und wenn diese alternativen Tests positiv ausschlagen, dann muss das bestätigt werden durch einen PCR-Test. Also die sind nicht so genau. Und diese PCR-Tests, wie gesagt, die sind halt zu genau. Ja. Die sind ein tolles Werkzeug bis zur Vergrößerungszahl, bis zum CT-Wert 25. Das ist ein tolles Werkzeug. Und danach wird es beliebig ungenau. Eine Riesenstreuwirkung. Der Hersteller, der Erfinder vom PCR-Test hat gesagt, man kann mit der hohen Vergrößerung alles in jedem nachweisen.
Also ja, geringste Mengen, die niemals infektiös wären, die keine Viruslast darstellen, die kann man ja darstellen und hat dann keine Aussagekraft mehr. Ja, okay. Was halt wirklich ein großes Thema ist, dass diese positiven Tests in den Nachrichten immer als Infektionen verkauft werden, als Inzidenz verkauft werden. Die müssten als positive Tests gelabelt werden. Also Menschen sind falsch positiv getestet worden, aber halt nicht infiziert. Und das ist halt das große Thema, warum so viele Menschen in Quarantäne gehen, die eigentlich arbeiten gehen dürften, die gesund sind, die niemanden anstecken. Ja, ja. Was halten Sie denn von den Testpflicht, die jetzt zum Beispiel bei uns in Nordrhein-Westfalen in den Schulen eingeführt wurden? Das heißt, auch meine Tochter wird jetzt zweimal in der Woche in der Schule getestet. Was halten Sie von diesen Maßnahmen? Ich muss jetzt mal unterscheiden, ganz grob, ob ich als Arzt spreche oder als besorgter Bürger spreche. Und ich spreche jetzt als besorgter Bürger bitte nicht als Arzt. Sonst kommen wieder Beschwerden zur Ärztekammer. Da habe ich sehr viele Verfahren laufen. Ja, das kenne ich. Die habe ich auch laufen. Von der Anwaltskammer. Ja, aber das löst sich natürlich alles in Wohlgefallen auf, aber trotzdem ist es einfach lästig. Und ich würde bei den jungen Menschen nicht testen. Bevor es die Varianten gab, hätte dieser normale SARS-CoV-2-Virus, der hätte nichts ausgerichtet bei den Kindern. Die Kinder hätten niemals Erwachsene angesteckt, höchstens umgekehrt. Aber Kinder stecken das weg wie ein Schnupfen, wie das eigentlich die meisten Menschen wegstecken. Ja. Die in Österreich, in Ischgl, bei der Ground Zero von Europa, da sind ja alle Menschen nachgetestet worden, ähnlich wie in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Ja, ja. Und in Ischgl haben 85% der Menschen, die diese Infektion hatten, nichts davon gespürt. Das nennt man stille Feierung. Man macht die Infektion durch und weil das Immunsystem so gut ist, wird damit fertig und wir werden gar nicht erst krank. So soll das sein. So ist das auch bei den ganzen Kindern ist das so. Aber jetzt kommen diese Varianten, die Mutationen. Und ich weiß nicht, ob die Leute das verfolgt haben. Ich habe es mehrfach auch thematisiert in meinen Posts. Da gibt es einen Professor Van den Bosch, der hat gesagt, wenn man in die Pandemie hineinimpft, dann erzwingt man Mutationen. Oder eine Frau Griesemann, Dr. Griesemann vom Max-Planck-Institut, hat sogar bei Anne Will oder Maischberg, weiß nicht mehr genau, da hat sie gesagt, dass sehr viele Infektionen, Mutationen gerade da entstehen, wo viel geimpft wird. Und ich habe schon mal einen Post drüber gemacht, Goethes Zauberlehrling zitiert, Besen, Besen sei es gewesen. Also es könnte sein, dass wir jetzt alles schlimmer machen. Also gut gemeint, aber schlimmer machen. Jetzt haben wir die ganzen Alten durchgeimpft. Also die Alten mit Vorerkrankungen sind durchgeimpft. Und meiner Meinung als Bürger, nicht als Arzt, sollte man jetzt die Impfung sein lassen, um keine Mutationen zu erzeugen, die dann eventuell gefährlicher werden als das ursprüngliche Virus. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, sondern die Frau Griesemann, das ist ja eine Priesemann heißt sie, die berät ja auch die Bundesregierung. Und das ist ja keine Aluhutträgerin. Und ich glaube auch, dass das eigentlich die ganze Sache jetzt im Augenblick verschlimmert, wohlgemeint verschlimmert. Und jetzt haben wir die Alten gesichert. Die Alten mit Vorerkrankungen sind gesichert, angeblich durch die Impfung. Komischerweise müssen die immer noch ihre Masken tragen, immer noch Kontaktbeschränkungen haben. In Altenheimen, wo die alle durchgeimpft sind, Personal und die Einwohner, die dürfen nicht zusammen Mittag essen, weiterhin Social Distancing, müssen Masken tragen, trotz der Impfung. Also so sehr vertraut man der Impfung. Ich würde jetzt, wo die Alten durchgeimpft sind, einfach alles ruhen lassen und die Impfung, die Mutationen nicht verstärken durch diesen Impfdruck.
Aber die Strategie der Regierung ist ja Impfen, Testen und dann wieder öffnen. Was würden Sie denn dann empfehlen, wenn Sie der Berater wären von der Frau Merkel? Ich hätte schon lange, lange vorher gesagt, stille Feierung, das heißt, die Menschen, die gesunden Menschen sich ruhig infizieren lassen, die dann so wie in Ischgl gar nichts davon merken. Im Gegenteil, mehr darauf achten, dass das Immunsystem aufgebaut wird. Nicht zu Hause sitzen, Netflix gucken, wie das Kaninchen auf die Schlange warten, also auf die Impfung warten, sondern aktiv das Immunsystem aufbauen. Ich habe auch schon mehrere Videos und Posts dazu gemacht, was man selber tun kann, um die Abwehrkraft zu erhöhen. Aber zu Hause sitzen und nichts tun gehört nicht dazu. Auch der Professor Püschel, das ist der Rechtsmediziner aus Hamburg, der als erster die ganzen Corona-Toten obduziert hat, entgegen der Empfehlung vom Max-Planck-Institut, zum Robert-Koch-Institut, der hat gesagt, das Schlimmste, was er machen kann, ist die Fitnessstudio schließen, die Leute zu Hause lassen, die Leute sollen raus, sollen sich bewegen, sollen das Immunsystem aufbauen. Und es gibt jetzt den Professor Ioannidis, ich habe ihn schon angesprochen, der zählt zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. Der hat gerade wieder ein Statement gemacht, der hat England mit hartem Lockdown und Schweden ohne Lockdown verglichen. Ja. Und das Ergebnis war, die Inzidenzen waren exakt, also ziemlich war vergleichbar. Es war umgerechnet auf die verschiedene Einwohnerzahl. Ins gleiche Horn stößt der Professor Teichmann von der ETH Zürich, ein Mathematiker, der einfach nur die Zahlen angeschaut hat, mit Lockdown, ohne Lockdown. Er sagt, ihr seht keinen Unterschied. Dann gibt's North Dakota, South Dakota. Der eine Staat hatte Lockdown, der andere keinen Lockdown. Und der ohne Lockdown, dem geht es gleichen Inzidenzen. Und den Leuten geht es eher besser als dem Vergleichsstaat mit dem Lockdown. Also ich hätte schon längst vorher aufgemacht, nur noch die Patienten getestet, die Symptome haben, und alle anderen lieber die Freiheit gelassen, ihr Geld selbst zu verdienen, eventuell eine leichte Infektion durchzumachen. Und soweit sind wir jetzt, die alten Kranken wären theoretisch geschützt. Ja, ja. Was halten Sie denn von diesen Diskussionen um Impfstoffe? Also ich bin ja quasi immer hinten in der Kette als Jurist. Das heißt, ich muss ja agieren und argumentieren auf der Basis der Virologen und Mediziner. Das heißt, bei uns kommt es ja gerade immer nur noch auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. Das muss ja geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und so argumentieren wir juristisch und versuchen da gewisse Maßnahmen natürlich auch vor Gericht kaputt zu bekommen. Thema Impfstoff AstraZeneca, das ist aber ja mit normalem Menschenverständnis nicht mehr nachzuvollziehen, dass man zuerst sagt, der Impfstoff ist nichts für die älteren Menschen, dann ist er nichts für die jüngeren Menschen, dann hört man aus verschiedene Erfahrungsberichte man hat ein bisschen Fieber gehabt, aber es ging schon bis hin zu, die Leute sind reihenweise umgekippt. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem AstraZeneca-Impfstoff gemacht? Also ich habe noch gar keine Erfahrung gemacht, weil die Hausärzte noch nicht impfen dürfen. Nach Ostern sollen die mit einbezogen werden in die Impfung. Nach meiner Auffassung hätte es viel früher geschehen sollen. Und der Hausarzt kennt seine Patienten besser. Der weiß, was für Vorerkrankungen der hat. So eine Anamnese kann man ja niemals so erheben in diesen Impfzentren. Und man kann auch die Impfschäden nicht so gut erheben in diesen Impfzentren. Es geht, glaube ich, keiner, wenn er vermutet, einen Impfschaden zu haben, geht wieder zurück zum Impfzentrum und sagt, das könnte ein Impfschaden sein. Also es werden allerhöchstens 10% der Impfschäden überhaupt gemeldet. Ja. 10%. Und weil die halt oft später auftreten, die Schäden, werden die oft nicht zwingend in Verbindung gebracht zu dieser Impfung. Muss es mal durchrechnen. Es gibt immer diese Number Necessary to Vaccine. Wie viele Leute muss ich impfen,
um eine Infektion zu vermeiden. Und ich muss ca. 140, 150 Menschen impfen, gesunde Menschen impfen, um eine Infektion zu verhindern. Aber wenn das eine Infektion ist, die ein gesunder Mensch erfährt und gar nicht spürt, also wenn 85% von diesem einen, den man schützen könnte, durch 150 Geimpfte, wenn er das als blinde Feierung durchmachen würde, frage ich mich, warum man jetzt überhaupt noch so einen Impfdruck aufbaut. Weil unterm Strich wird man nicht viel verhindern können durch diese Impfung. Ja. Höchstens, dass die, man sagt jetzt, man kann die Herdenimmunität nur erreichen durch die Impfung. Was ich persönlich nicht glaube. Also ich spreche wieder mal nur als Bürger mit etwas medizinischem Verständnis. Es gibt eine Studie der Universität Innsbruck, die sagen, dass die durchgemachte Infektion besser schützt als die Impfung, sagt die Universität Innsbruck. Aber uns wird erzählt, man kann nur durch die Impfung die Herdenimmunität erreichen. Ja. Ich glaube da nicht so ganz dran. Und bisher in der Evolution hat man es immer geschafft, diese Herdenimmunität herzustellen. Und plötzlich haben wir unser eigenes Immunsystem outgesourced an die Pharmaindustrie. Ja. Das ist natürlich der feuchte Traum der Pharmaindustrie, dass plötzlich alle gesunden Menschen Patienten werden, behandlungsbedürftig werden und nicht nur die Kranken. Ja. Und es gibt ja diesen Arzt aus Lübeck, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, aber es ging auch ein bisschen durch die Medien, der eine Impfung entwickelt hat, ein ganz altes Verfahren, überhaupt nichts überkandideltes, ein sicheres, bekanntes Verfahren. Und der hätte auf eigene Kosten ganz Deutschland geimpft. Der hat kein Interesse, finanzielles Interesse, weil der selber schon Milliardär ist. Das hätte der so als Geschenk an die Menschheit weitergegeben. Und anstatt das Geschenk anzunehmen oder mal zumindest darüber zu sprechen, wurde sofort vom Paul-Ehrlich-Institut angezeigt, dass er so einen Impfstoff entwickelt hat. Anscheinend haben die Geldgeber das nicht so gewünscht, dass plötzlich einer kostenlos ganz Deutschland impft. Glauben Sie, dass das so der eigentliche Grund ist, warum in Deutschland die Regierung auf einem Auge blind ist und meine wissenschaftliche Beratung, wissenschaftlich an sich, erfordert ja auch eine Diskussion und verschiedene Meinungen. Aber die Bundesregierung scheint sich ja nur aus einer Meinungsecke beraten zu lassen. Es gibt darauf fußen auch die juristischen Maßnahmen. Glauben Sie, dass da die Pharma-Lobby so stark ist? Das ist natürlich, ich kann das nicht beweisen. Genau. Aber die Medizin ist ein hart umkämpfter Markt. Ich glaube, 400 Milliarden werden da, Entschuldigung, das weiß ich gar nicht auswendig, aber es wird ein immenser Geldbetrag, wird da jedes Jahr aufs Neue verteilt, ein Riesenkuchen. Aber ich glaube, es sind 400 Milliarden. Aber möchte ich jetzt nicht darauf festlegen. Und natürlich weckt dieser Markt sehr viele Begehrlichkeiten. Mhm. Und ist hart umkämpft. Und ich glaube schon, dass da sehr viel Geld dahinter steckt, also Interessen dahinter stecken. Man muss ja auch überlegen, wer macht wissenschaftliche Studien? Die werden ja zu 99% gesponsert von der Pharmaindustrie. Darum geht es immer in die Richtung, welches Medikament kann ich für welches Symptom verkaufen? Und nicht, wie kann ich vielleicht eine Krankheit verhindern oder auch auf natürliche Art und Weise behandeln? Das ist eigentlich mein ganzes Unterfangen meiner Praxis. Möglichst ohne Medikamente auszukommen. Ich finde es toll, dass es Medikamente gibt, wie Antibiotika. Da sind früher viele Menschen daran gestorben, an Infektionskrankheiten. Es gibt schon tolle Medikamente, aber es gibt sehr viele Medikamente, die überflüssig verordnet werden, weil immer das Symptom und nicht die Ursache behandelt wird. Und da ist mal die Pharmaindustrie dahinter, dass man ja nicht die Ursache behebt, sondern bei jedem Kongress gibt es eine neue Gehirnwäsche. Ich muss darauf achten,
dass ich mir nicht hier um Kopf und Kragen rede. Aber ich rede halt wirklich nur als Mensch hier und nicht als Arzt. Ja, verstehe. Aber ich spüre schon die Schlinge, wie sie enger wird um meinen Hals. Na ja, ach ja. Also mir geht es ja auch ähnlich. Ich bin ja auch offen kritisch mittlerweile den ganzen Maßnahmen gegenüber. Und ich halte es für sehr gefährlich, weil ich bemühe mich ähnlich wie Sie mit einem objektiven Blick die Dinge zu bewerten und sich nicht in irgendeine rechte, linke oder irgendwas Ecke drängen zu lassen. Aber das ist ja gerade, wenn man so offen plaudert wie wir jetzt gerade, wird man ja schnell als Querdenker oder irgendwas bezeichnet. Und da, glaube ich, spreche ich auch für Sie, dass das auch gar nicht Ihre Richtung ist. Ja, ich habe heute meinen Post, habe ich geschrieben, dass Querdenken früher eigentlich was Positives war. Ja. Also jemand, der vielleicht mal ein bisschen zwischen den Zeilen liest, mal ein bisschen um die Ecke denkt. Und jetzt ist es so schnell ist dieser Wert, dieses Wort anders bewertet worden, dass die Querdenker eigentlich negativ belegt ist. Ja. Und in der ganzen Geschichte denke ich mir, es kann ja sein, dass ich mich täusche. Kann ja sein, dass andere mehr Bescheid wissen und das alles noch besser beurteilen können. Aber ich würde mir wünschen, wenn die anderen auch zu Wort kämen. Ja? Das musste gar nicht ich sein. Das kann ein Bhakti sein, ein Wodak sein. Also alle Leute, die ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, die gleichen Sachen kritisieren, dass die zumindest mal gehört werden und nicht denunziert werden oder gelöscht werden. Und das ist in meinen Augen jetzt eigentlich das Problem. Manche Leitmedien fangen ja schon an, Kritik zu äußern. Wie zum Beispiel der Fokus hat ja geschrieben, dass die Frau Merkel das Kuba-Syndrom hätte. Also sie hat nur eine Richtung von Beratern und sie ist in dieser Blase drin, dieser wissenschaftlichen Blase. Und alle Berater bestätigen das, was sie denkt, beziehungsweise was sie denken möchte. Und alle anderen werden ausgegrenzt. Da muss sie natürlich glauben, dass sie alles richtig macht. Ja. Und sie hat auch im Interview gesagt, bei der Impfung und Impfstoffbeschaffung und so, so hat sie gesagt, nein, ich glaube nicht, dass wir Fehler gemacht haben. Ich sehe nicht, was wir besser machen können. Also ich glaube, viele Menschen sehen das, was sie besser hätten machen können. Aber sie ist da völlig blind und beratungsresistent. In meinen Augen viel zu lange an der Macht. Und Leute, die lange in der Macht sind, die haben halt ihre Machtposition gefestigt. Die beißen alle anderen weg, die vielleicht mal auch eine andere starke Meinung vertreten würden. Und dass sie nur noch von Speichelleckern und Hofschranzen umgeben und die meint sie wirklich, sie macht alles richtig. Das zieht sich leider auch durch in die Juristerei. Also wir kämpfen ja absolut an der Front jeden Tag mit einstweiligen Verfügungen, mit Verfassungsbeschwerden und versuchen den Leuten da zur Seite zu stehen, häufig auch den Unternehmern, denen es gerade existenziell an den Kragen geht. Und 90% der Gerichte verfolgen den konformen Mainstream und hinterfragen gar nicht. Wir haben also auch versucht, immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch mal alternative medizinische Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Das dringt auch in der Juristerei so gut wie nicht durch. Deswegen freut mich ja so ein Urteil aus Wien, was natürlich in Deutschland keine Rechtskraft hat und keine Bindungswirkung entfaltet, aber das ist eine Tendenz und ein Rückenwind, der uns da gegeben wird. Ja, es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass das Urteil bestätigt einen nur das, was andere Wissenschaftler die ganze Zeit gesagt haben, sogar das, was die WHO gesagt hat. Haben Sie das Urteil aus Belgien vielleicht auch mitbekommen? Das kam fast gleichzeitig. Ich habe das so explizit nicht mitbekommen. Ich habe das mit einem Auge gelesen. Ich habe das Urteil selbst noch nicht gesehen. Ja, nee, das habe ich auch nicht gesehen, sondern nur Pressemitteilung. Ich habe gelesen, dass Sie innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, alle Lockdown-Maßnahmen aufheben müssen. Genau, weil eben das Gericht gesagt hat, dass die Ermächtigungsgrundlage, auf der die gesamten Maßnahmen in Belgien fußen, verfassungswidrig sei. Und da haben wir eben auch eine interessante Parallele zu Deutschland, denn das Infektionsschutzgesetz, was ja unsere Ermächtigungsgrundlage bietet, halte ich auch für verfassungswidrig.
Man muss sich mal vorstellen, das ist ja, wir haben einen sogenannten Parlamentsvorbehalt. Das heißt, immer dann, wenn tiefgreifende Grundrechte betroffen sind, dann darf ein Gesetz nicht einfach so von der Regierung beschlossen werden, sondern muss im Bundestag diskutiert werden, muss vom Bundesrat genehmigt werden und dann wird es ausgefertigt. Und das Infektionsschutzgesetz ist im Handumdrehen einfach ergänzt worden durch diese Ermächtigungsgrundlage. Und da gibt es auch noch juristisch zwei, drei andere Gründe, warum das Infektionsschutzgesetz gegen die Verfassung verstößt. Also wir könnten, wenn wir ein Gericht fänden, was auch mal mutig ist, die gleiche Lage herbeiführen wie in Belgien. Das finde ich schon extrem spannend, die Entwicklung gerade. Ja. Das Problem ist, dass Richter auch nur Menschen sind. Ja. Und vielleicht nicht so viel medizinischen Sachverstand haben. Und die sich genauso viel Angst einjagen lassen, wie die anderen Menschen auch. Und ja. die fällen ihre Urteile dann vielleicht auch im Hinblick auf, sie glauben wirklich, dass sie Menschenleben retten dadurch. Auch wenn gesagt wird, dass Lockdown keine Menschenleben rettet, haben die es aber so inhaliert, diese täglichen Medien, diese eskalierende Berichterstattung, dass es kein anderes Thema mehr gibt und dass die wirklich aus eigener Angst auch so urteilen und gar nicht so fest auf dem Boden der Jurisprudenz stehen, sondern einfach nur die eigene Angst mit durchkommt. Ja. Was glauben Sie, wie wird die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten sein? Laschet sprach heute schon wieder von einem Brücken-Lockdown. Also bis die dritte Welle jetzt aufgehalten wurde, soll man den nächsten verschärften Lockdown bekommen. Glauben Sie, haben wir irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels? Also ich habe schon Ende letzten Jahres gesagt, dass der Lockdown bis September dauern wird. In der einen oder anderen Form. Vielleicht wird er ein bisschen aufgeweicht über den Sommer. Aber im Großen und Ganzen wird der Lockdown weiter bestehen. 6 Wochen habe ich jetzt gehört, dass jetzt nach Ostern nur für 6 Wochen hart gemacht wird, mit Ausgangssperren, vielleicht auch tagsüber sogar. Das ist, wenn Menschen, die von Medizin wenig Ahnung haben und auch nur auf Berater hören, die keine Ärzte sind, die vielleicht Epidemiologen sind, die Lauterbach heißen, die gar nicht laut genug warnen können. Der Lauterbach, glaube ich, war letztes Jahr 34 Mal bei Lanz, der Talkshow. Ja. Böse Zungen behaupten, der war öfter da, als der Lanz selber da war. Und die wollen natürlich nie, dass das endet. Die wollen immer weiter warnen. Jetzt hat der Lauterbach 100.000 Tote prophezeit. Der wird ja nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn er falsch liegt. Der liegt ja häufig falsch. Also die wollen das System am Laufen erhalten. Nur um weiter in den Kameras, im Spot zu bleiben. Also das wird eher mehr werden leider und nicht weniger. Gerade wenn wir jetzt durch hohen Impfdruck mehr Mutationen erzeugen, dann wird es so ein Perpetuum mobile. Dass wir man spricht ja jetzt schon von einer neuen Pandemie. Die alte ist ja gar nicht mehr. Durch die Mutationen haben wir schon eine neue Pandemie. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Yeah. Und das hat man jetzt so toll, dieses System so toll etabliert, da wird man so schnell nicht davon ablassen. Also Virusinfektionen, Krankheiten, die werden unser tägliches Leben begleiten, wie der Wetterbericht in Zukunft. Und man spricht auch davon, dass, hat auch der Spahn gesagt, dass dass diese eine Impfung, also diese eine Durchimpfung, auch die Zweifachimpfung, dass diese eine Impfung auf jeden Fall nicht ausreichend sein wird, hat der Mila gesagt. Man wird auf jeden Fall nochmal impfen müssen und wahrscheinlich dann im Jahresabstand neu impfen, nachimpfen, wodurch dieser feuchte Traum der Pharmaindustrie dann wirklich wahr wird. Und man muss sehen, alle reichen Menschen der Welt haben sich beteiligt an dieser Impfindustrie. Die haben da alle ihre Aktien drin. Die wissen, dass da Musik drin ist. Die beiden Deutschen von BioNTech, die sind ja über Nacht aufgestiegen zu den 100 reichsten Menschen der Welt, als dieser Impfstoff dann etabliert war. Alle reichen Menschen, auch der Musk, alle haben da ihre Aktien drin. Und muss man keine Angst haben, dass die jetzt nicht genug damit verdienen. Allein durch den Lockdown
wie heißt der Gründer, der Besitzer von Amazon? Bezos. Jeff Bezos, 80 Milliarden plus. Und der Bill Gates hat 50 Milliarden plus, nur durch seine Amazon-Aktien, die er hält. Also, dass der Lockdown den reichen Leuten nichts bringt, das kann man nicht sagen. Nur die Armen verlieren. Jetzt habe ich heute eine Meldung gelesen in Bad Aussee in Österreich. Eine Hoteliersdame, die macht ihr Hotel auf. Sie sagt, sie lässt sich nicht mehr bevormunden. Sie will ihr Geld verdienen, sie macht auf. Sie weiß, es drohen Konsequenzen, nimmt sie aber in Kauf. Und ich wünsche mir, dass noch etwas mehr Zivilcourage entsteht. Dass die Entscheider, dass sie vielleicht selber auch mal weniger Diäten bekommen, solange die anderen Leute nichts verdienen dürfen. Die Premierministerin von Neuseeland hat zumindest beim Lockdown hat sie auf 20% ihres Gehalts verzichtet, um ein Zeichen zu setzen. Aber solche Zeichen bei unseren Politikern, auf die warten wir leider vergebens. Die verdienen genauso weiter, egal wie sie entscheiden. Aber das Thema Zivilcourage, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn das habe ich auch festgestellt, dass viele Leute, und ich habe mich auch in der zweiten und dritten Reihe bei einigen Sachen engagiert, dass viele jammern gerade, aber nicht bereit sind, was zu tun. Wir hatten zum Beispiel ich habe aus der Ferne so ein bisschen die Organisation Wir machen auf begleitet, wo die Unternehmer an einem Tag gleichzeitig bundesweit aufmachen wollten, um ein Zeichen zu setzen. Und da gibt es dann Telegram-Gruppen mit vielen tausend Menschen und alle sind laut und alle haben viel Meinung. Aber letztendlich ist es so, dass ganz, ganz wenige nur tatsächlich mitmachen und auch mal in die Aktion gehen. Und das merken wir auch in unserer täglichen Praxis. Wir haben extrem viele Anfragen von Leuten, die was machen wollen, die sich wehren wollen. Aber die wenigsten kommen tatsächlich in die Umsetzung. Und ich meine auch, nur mit Zivilcourage, wenn man sich wehrt, wenn man dagegen auch klagt, wenn man eine einstweilige Verfügung einreicht, wenn man eine Aktion startet, wenn gleichzeitig Tausende von Unternehmern aufmachen würden. Nur durch solche Aktionen kann man auf sich aufmerksam machen und einen Schritt nach vorne kommen. Aber wie erklären Sie es, dass das gerade die Menschen zwar jammern und leiden und auch existenziell bedroht sind, aber trotzdem nicht in die Handlung kommen? Ich glaube, dass sie sehr eingeschüchtert sind, die Menschen, dass sie viel Angst haben. Und man sieht auch, wie sich die Meinungen spalten, wie sich es durch Familien zieht, wie Freundschaften gespalten werden, weil bei den einen die Angst so tief sitzt, dass die für Argumente gar nicht mehr empfänglich sind. Das Gehirn arbeitet wie eine Suchmaschine. Und je öfter ein Begriff wiederholt wird, desto höher steigt deine Wertigkeit. Wenn man bei allen Nachrichten nur Corona, Corona hört, dann denken Leute hinterher, das ist das Schlimmste überhaupt. Da gibt es eine Studie vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Die haben 6.000 Menschen befragt, wie hoch sie ihre Wahrscheinlichkeit einschätzen würden, innerhalb eines Jahres schwer an Corona zu erkranken. Und da haben von diesen 6.000 Leuten knapp 50% haben gesagt, dass sie vermuten, schwer zu erkranken. Und realistisch wäre 0,3%. Aber nur von den Erkrankten, nicht von der Allgemeinbevölkerung, da sind wir noch weniger. Also da sieht man, wie die Gehirne gewaschen wurden für diese Corona-Geschichte. Und die Leute können das Risiko gar nicht mehr wirklich einschätzen. Am Anfang, als losgegangen ist, Ende 2019 oder Anfang 20, da gab es ja für jeden Verdachtsfall eine Sondersendung. Noch niemals positiv bestätigt, nur Verdachtsfall. Und ja, es wurde höchst unterbrochen durch eine neue Sondersendung zu einem Verdachtsfall. Und es ist ja klar, dass die Menschen dann irgendwann getillt sind im Gehirn. Und ich versuche immer auch durch meine Posts, auch durch meine Gespräche, die Leute runterzufahren. Ho, Brauner,
Es ist nicht so schlimm. Wenn der Professor Ioannidis sagt, es ist wie eine Grippe, ich darf das nicht sagen, weil ich werde sofort von Faktencheckern verunglimpft. Und der Professor Ioannidis, der vorher der Professor schlechthin war, wird jetzt schon degradiert als provokanter Professor. Ja. Er sieht nur die nackten Zahlen an und vergleicht die und veröffentlicht das. Und da ist nichts Provokatives dran. Aber die Ergebnisse passen halt vielen Menschen nicht. Und dann wird es provokativ genannt. Ja. Also, ja, dass viele Menschen, die Deutschen sind jetzt nicht die, die am ehesten aufstehen und rebellieren. Die haben schon ein Phlegma. Und wenn auch die Angst dazukommt zum Phlegma und sie dann sich auch nicht outen wollen, vielleicht in ihrer Umgebung, ihrer Familie, vielleicht nicht so viel Streit riskieren wollen, dann halten sie jemanden bedeckt, halt den Ball flach und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Aber auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, ich habe da keine große Hoffnung, dass wir da so schnell wieder rauskommen aus der ganzen Lockdown-Routine. Das ist zu befürchten. Vor allen Dingen, normalerweise müsste man ja sagen, im September ist Bundestagswahl. Da hätte man ja eine Möglichkeit, da mit seinem Kreuz eine neue Richtung zu geben, der Politik eine neue Richtung zu geben. Aber die meisten Leute, und so geht es mir auch in Deutschland, sind gerade so ein wenig ratlos, wo man denn das Kreuzchen setzen soll und ob das wirklich eine demokratische Wende einläuten könnte. Nicht wirklich. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was da passieren kann. Das ist eigentlich nur Auswahl zwischen Pest und Cholera. Ja, weil man ja eine tatsächliche Oppositionspolitik findet ja auch derzeit kaum statt. Die Opposition, der Bundestag wird bei allen wichtigen Entscheidungen völlig übergangen. Und ja, das Parlament wird überhaupt übergangen. Genau. Und so die FDP war die ganze Zeit nur konform und hatte Angst, sich wahrscheinlich mit künftigen Regierungsparteien, Mitregierenden zu verscherzen, die Grünen ähnlich. Also da hat man ja gar nichts gehört als Opposition. Und dann hat man dann die Außenparteien, die vielleicht mal so ein zaghaftes Pflänzchen an Diskussionen reinbringen, aber Parlament, aber auch in Deutschland der Bundespräsident, den nimmt man ja gar nicht wahr in solch einer Situation. Ja, also das ist alles ein gleiche Mischpoke. Das passt alles zusammen. Also Pest und Cholera in einem. Absolut, sehe ich auch so. Ich wüsste auch keine wirkliche Alternative. Das gilt mir auch so. Ja. Herr Dr. Spitzbart, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs wollen wir vielleicht den Menschen doch noch sowas wie Pragmatismus, Hoffnung geben. Wie halten Sie sich fit? Wie halten Sie sich gesund? Was empfehlen Sie Ihren Leuten jetzt in den Situationen? Wie sollte man zum einen medizinisch mit der Situation umgehen und zum anderen aber auch, wie kann ich da mental fit bleiben, um nicht in so eine absolute Depression zu fallen? Also ich habe den Vorteil, ich wohne in einer sehr schönen Gegend. Ich liebe die Natur und ich liebe diese bayerische Philosophin Monika Gruber, die vielleicht bekannt ist. Die sagt, wenn man auf den Berg steigt, von oben sieht der größte Misthaufen ziemlich klein aus. Also man muss Abstand gewinnen von diesen Geschichten. Ich gehe gern raus jetzt. Gestern Bärlauch pflücken, heute Bärlauchsuppe gekocht. Viel in der Natur und Radfahren, Rennradfahren. Jetzt fängt die Saison wieder an. Also das mache ich, auch den Kopf frei zu bekommen. Dann versuche ich natürlich, meine Patienten aufzubauen, Immunsystem optimieren. Ja. Das ist das, womit ich mich beschäftige und wo mein Kopf auch frei wird. Und ich habe das Privileg, sehr viele informierte Patienten zu haben, die eigentlich gar nicht wissen wollen von mir, warum sie etwas machen sollen. Die wollen nur wissen, wie sie was machen sollen. Also es ist ein sehr schönes Arbeiten.
mit selbstbestimmten Patienten und mündigen Patienten. Ja, schön. Prima. Herr Dr. Spitzbart, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle und informative Gespräch und auch außergewöhnliche Gespräch. Bleiben auch Sie gesund und wir sehen und hören uns sicherlich bald irgendwo irgendwie wieder. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Ostermontag noch. Mach's gut zusammen. Alles Gute. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.